Servus oder so und herzlich willkommen zur letzten Folge des Ultimate Manager Battles und deswegen bin ich auch nicht allein. Ja, ich bin auch dabei, hallo. Guter Anfang. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen zum Finale von dem Ganzen hier. Letzte Episode, die letzten beiden Monate, April und Mai, es wird sich entscheiden, wer das Ding hier für sich entscheiden wird. Es wird richtig, richtig spannend, das kann ich euch jetzt schon versprechen, vor allem das Pokalspiel, ich spiele gegen 60 und du spielst gegen RB Leipzig, also ich habe den schwereren Gegner, ist halt die Frage, ob ich auch auswärts spiele, so wie du. Kurz noch zum Tabellenstand, aktuell ich habe 53 Punkte, ich glaube du hast 51, richtig? Genau. Aber unser Abstand zum Tabellenplatz 1 ist genau gleich hoch, 5 Punkte jeweils. Mit einem Spiel weniger. Genau, das heißt, die Spannung ist sowas von am Start. Es bleibt weiterhin knapp und wir fangen gleich an mit der ersten Simulation gegen RB Leipzig. Vergesst wie immer auch nicht den Daumen auf die Folge, falls euch das Ultimate Manager Battle gefallen hat. Ich führe übrigens gerade schon 1-1. Kedira, Rani Kedira, der Bruder von Sergio, macht das 1-0 in der zweiten Minute. Aber Renato direkt in der fünften. Noch Dembélé verschießt den Elfmeter, ist doch nicht dein Ernst, Junge. Bei mir immer noch 1-0. Dembélé macht das 2-1, jawohl. Komm schon, lass es einfach beim 2-1. So spannend. Bongonda 2-0, aber das ist das Ding durch, jawohl. Bisschen später als du angefangen und ich gewinne auch 2-1, dankeschön. Training gibt es natürlich auch für die Spieler. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Trainingseinheit. Schauen da mal, ob sich da noch irgendwas entwickelt. Vielleicht auch Renato Sanchez bei mir. Ich weiß ja nicht, wen du da alles bei dir trainierst. Hat sich ja bei dir, glaube ich. Mbappé, Niang, Kimmich, Bellerin, Ceballos, aber keine Verbesserung. Ja, bei mir auch nicht. 5. April, Real Madrid gegen Bayern 04 Leverkusen. Der Dennis hat das gleiche Spiel. Ich führe mal wieder 1-0. Nur als FC Barcelona natürlich. Ich spiele momentan noch 0-0. 25 Minuten vorbei. Bei mir kam auch schon der Ausgleich von Hernandez. Jawohl, komm schon, Chicharito. Das ist nicht so gut. Finde ich gut, habe ich nichts gegen Dembélé mit dem 1-0. Mein Capitano hier. Wie viel Rating hat Sterling eigentlich bei dir? 75, 80. Bender mit dem 1-1, nein. Komm schon, 1-1. Komm schon, 80. Ich habe 1-1 gespielt. Ich liege wieder hinten. Also, hast du nein, hinten? Da hinten von so ein bisschen hinter dir halt. Ah, ich habe auch 1-1 gespielt. Gut. Ach, Mann. Sterling hat eine 84, weil du gerade gefragt hast. Das war meine Captain-Wahl übrigens gar nicht so kacke, weil Dembélé hat auch eine 84 bei mir. Ja, dafür habe ich Jiménez mit einer 85 im Team. Ja, dafür habe ich, ja. Keinen so guten Spieler. Ich habe Balde, Diao, Tolisso und Tah mit einer 83. Ich habe noch Donnarumma mit einer 84. Ich habe meinen Torwart halt nicht so sehr trainiert wie du deinen. Bei einer 82 rum. Warum trainiert man den Torhüter nicht so? Ja, krass? Ich habe nach 82 einfach aufgehört. Ich bin übrigens nur ein Punkt hinter Bayern. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Stimmt, ich habe gar nicht mehr drauf geschaut, was FC Bayern macht. Bei mir sind es jetzt 7 Punkte und ein Spiel weniger. Ganz toll. Das nächste Spiel, es geht ran auswärts gegen den FC Ingolstadt, gegen die Schanzer. Ich würde mal sagen, wir gehen rein in das Ganze. Ja, genau, ist immer so eine Sache. 1-0 durch Dolberg. Jawohl, heißt, dritte Minute. Alles möglich. Oh, das ist wichtig. Oh Mann. Ja, es ist der Kaspar Dolberg. Bei dir das ist einfach die Dolberg-Magie. Besser. Aber bei dir läuft es nicht wirklich besser, ja, sondern halt sind einfach die anderen Mannschaften schlechter. Ja, 1-1. Oh nee, ich lieg 1-1. Ich lag gerade schon hinten, komm, mit 1-0. Mbappé mit dem 2-1, jawohl. 1-0, 1-0, jetzt noch ein paar Wechsel. Wie steht's bei dir? 1-0. Oh, beide Diao 2-0, jawohl, das ist der Sieg. Das sind 3 Punkte, Mann. Yes! Bei mir immer noch 2-1. Ja, ich habe auch gewonnen, 2-1. Jetzt auf eine Bayern-Niederlage hoffen, das wäre natürlich ja, der mir absolute ja. Wahnsinn. Ein Punkt Rückstand. Naja, 4 Punkte Rückstand habe ich jetzt. Bei mir ist ein Spieler verletzt. Wer? Fällt mir gerade auf. Niang, 8 Wochen. Oh, ja, ganz toll. Ist der nicht sogar Startelfspieler bei dir? Ja. Linker Flügel, aber ich glaube, Bongonda hat die gleiche. Nein, Bongonda ist sogar stärker. Weiß gar nicht, warum Niang überhaupt noch spielt. Zweite Trainingsrunde für heute. Ich habe nochmal minimal durchgewechselt. Bei mir ist ja jetzt auch Niang verletzt. Das heißt, den kann ich nicht trainieren. Baba knackt die 80. Bei mir jawohl. Knackt Sanchez die 81. Auch nicht schlecht. Ist ja, weil Grimaldo verletzt ist jetzt mein Linksverteidiger. So, jetzt haben wieder alle im Team eine 80er Gesamtstärke. Das war nämlich vorher nicht der Fall, weil eben Grimaldo gefehlt hat. Ja, bei mir haben mittlerweile auch alle mindestens eine 80. So, ein paar Nachrichten löschen. Und jetzt zu Hause gegen Schalke. Bei mir Platz 6. Wo sind die bei dir in der Tabelle? Ich gehe schon rein in die Simulation gerade. Ups. Minimal reingeschissen. Ja, kannst ja B drücken. Dann machst du wieder zurück. Ja, eben nicht. Ich bin ja schon jetzt richtig drin. Ach so, du bist schon richtig drin. Ich bin schon richtig drin. Oh Mann. Wie viel die Spielminute bist du schon? 35. 40. Minimal vorne. Ja, passt wunderbar.
Jung. 1-0, Ceballos, wie steht's bei dir? 1-0, Sanchez. Balde Diao hat sich auch verletzt, das ist nicht so geil. Hört sich gut an. Jetzt muss ich mich über Verletzungen freuen. 85. Aber immerhin nur über 3 Punkte. 2-0. Jawohl. Ja, ich denke auch, dass das 3 Punkte werden. Sterling 3-0. Jetzt kann ich es überspringen. Am Ende ein 3-0 Sieg. Oh, jetzt Leipzig. Oh, Schmürheim. Wie lange fällt dein Spieler aus? Ach, gucken wir kurz nach. Wie lange fällt denn Balde Diao aus? 7 Tage. Glück gehabt. Auf jeden Fall. Dritte Trainingsrunde hier in dieser finalen Folge. Es werden nochmal die gleichen Kandidaten wie vorher trainiert. Renato Sanchez und Lafont gehen in Richtung nächstes Upgrade. Gibt ein paar Plusse, aber leider kein Upgrade insgesamt. Und jetzt wird es richtig dramatisch und wichtig, denn das Pokal-Halbfinale ist es, ne? Steht an. Es geht hier um 2 weitere Punkte und vor allem, wenn man verliert, dann hat man die Chance auch schon verloren auf 2 weitere Punkte dann im Finale. Oh, ich spiel heim, ja! Ja! Oh Mann. Wenn du jetzt auswärts gespielt hast, dann wäre ich schon fast sicher, dass du ausgeschieden wärst. Aber so jetzt, ich spiele halt auswärts bei 60. Das wichtigste Spiel überhaupt, behaupte ich jetzt einfach mal. Und ich gehe direkt in Führung in der zweiten Minute. Ja, du spielst ja auch zu Hause. Bei mir steht es auch 0-0, noch 20 Minuten. Auf geht's, 60. Mein Team muss halt so viel besser sein. Jawohl, Ceballos. 2-0. 36. 1-0. Ach komm schon, das heißt, 60er kann gar nicht sein. Ja, bei mir ist eigentlich schon gelaufen. Also. Mbappé 2-0. Ja, bei dir ist es auch gelaufen. Wir sind also beide im Finale, so wie es aussieht. Dembélé mit dem 3-0. Es könnte halt nicht knapper sein. Könnte wirklich nicht knapper sein. Sind 2 weitere Punkte und damit steht es wie? 8-8 oder? Auf jeden Fall steht es unentschieden. Ich habe keine Ahnung. Steht unentschieden, so viel ist sicher. Ja, so viel ist sicher. Ich kann nochmal checken, ob ich nicht irgendwie eine Manager des Monats Bewertung übersehen habe. Aber mir könnte es diesen Monat vielleicht sogar klappen mit der Manager des Monats. Aber ich glaube, so wie ich das Spiel kenne, wird sowieso der Bayern-Trainer alle bekommen. Es darf nicht fehlen. Die Trainingseinheit muss einfach dabei sein. Wie läuft's bei dir? Ja, schauen wir mal. Lafont vielleicht. Nee, DFB. Sieht nicht so gut aus. Wieso hast du DFB gesagt? Weil, ich habe DFB gesagt. Ja, gut, wegen den Noten. Ach so. Heim gegen Freiburg sollte es doch eigentlich 3 Punkte geben, schätze ich mal zumindest. Außer die Freiburger machen uns da noch irgendwie einen Strich durch die Rechnung. Malcolm 1-0. Balde Diao 1-0. Ja, jetzt werden wir beide. Oh, Philipp mit dem 1-1. Ich wollte gerade sagen, das wird eine sichere Sache für uns beide. Bellerin 2-1. Ja, aber ihr bleibt zweiter am 1-0. Game. 50 Minuten. Wir springen jetzt einfach. Ja, mache ich jetzt auch einfach. 3-1 gewonnen. 2-1 gewonnen. Auf ganz knapp mit Zuma. Wieder beide 3 Punkte. Und ich hätte sogar noch 2-2 spielen können. Philipp hat einen Elfmeter in der 81. verschossen. Mann, oh Mann, der ist halt echt schuld. Schon wieder so ein verdammt wichtiges Spiel. Gegen den Tabellenführer, gegen den FC Bayern München. Auswärts? Auswärts noch dazu. Also es wird gar nicht so einfach, dass du gewinnst. Ich habe schon gestartet jetzt, meine Jungs. Wir haben uns nicht gerade auf. Oh, komm schon, Jungs. 3 Punkte hier auswärts. Aus München. Auswärts bei Bayern. Haben die bei dir irgendwelche Transfers? Coutinho haben sie geholt. Bei mir Bernard. Den von Donetsk. Oh, Isco noch auf der Bank. Ja, aber ich liege auch 1-0. 2-0. Nein. Komm schon, Jungs. Vielleicht Doppelpack von Bernard. Vielleicht. Wieso? Vielleicht holen wir einen Punkt, Wieso? Jungs. Wieso? Nein. Ja, ich denke, ich werde verlieren, wenn ich hier 2-0 hinten liege. Costa kommt da noch rein. Soll ich da noch rauskommen? 70 Minuten. 3-0 Müller, die schießen mich hier ab. Alles komm klar. Komm schon, Jungs, letzte Minute. Bongonda 3-1. Nein, Coutinho macht das 2-0. Ach man, wir haben verloren. Gut, puh. Ich habe 3-1 verloren, du 2-0. Also wieder mega ähnlich. Mhm. Also ich denke, Bayern wird Meister werden. Ich kann die schon kaum mehr aufholen. Ja, ich bin jetzt auch, wie viele Punkte? 10 Punkte vor. Ich kann die nicht mehr aufholen. Die sind durch bei mir. Ich bin jetzt 4 Punkte hinter denen. Also die müssten 2 Spiele verlieren oder 1 unentschieden spielen und 1 verlieren und werden sie eh nicht. Und das nächste Training, ich habe gesehen, Lafont hat außerhalb des Trainings eine 83 Mbappé bekommen. 83. Okay, bei mir sieht es notenmäßig doch mal ein bisschen besser aus. Lafont geht auch langsam aber sicher auf die 84, aber leider nicht ganz. Ach, trainierst du jetzt doch deinen Torhüter? Ja, habe ich mich doch entschieden für. Ist auch nicht schon wieder ein Auswärtsspiel, dieses Mal in Hamburg. Was denkst du? Gewinnst ja, du das? Ich weiß es nicht. Können kritisch werden. Schauen wir einfach mal. So, Ceballos, Balde Diao in der 5. Minute mit dem 1-0. Also die Meisterschaftsträume, sie leben tatsächlich noch, aber wir müssen das Ding hier natürlich auch noch nach Hause bringen. Ich glaube, ich muss so mit ein dem Spiel 2-0. Gewinnen. Dann bin ich eh so gut wie sicher. Gregoritsch mit dem 2-1, auch nö, auch nö. Jetzt kommt Sterling 1-0, yes! Kommt wahrscheinlich Lasogga rein oder so und haut mir das 2-2 rein. Achso, du liegst noch vorne. Ja, ich lieg noch vorne. Nein, Gregoritsch, ich spiele unentschieden. Ja, bei mir hat Gregoritsch auch das 1-1. Tor gemacht. 3-1 Rashford, wir haben das Ding gepackt, Jungs. Jetzt hast du auch immer noch die Chance. Ich meine, mir kann es eigentlich egal sein, dass ich unentschieden spiele. Mhm.
Oh, leck, jetzt hat aber Leverkusen noch 3 Punkte Rückstand zu mir. Ah, komm schon, Leverkusen, die packen das. Am Ende werde ich noch Dritter. Oh, ich bin nur 4 Punkte hinter denen. Ach, oh, komm schon. Oh, nee, aber die müssen beide Spieler halt irgendwie schlecht spielen. Gegen wen spielt Bayern am Ende mal so? Vielleicht gegen die größten Gurken, ne? Bayern spielt gegen Leipzig. Oh, da könnten sie verlieren. Ja, das klingt ja gut. Und dann spielen sie noch... Heim gegen Freiburg. Ja. Also das, denke ich, gewinnen sie. Gut, aber vielleicht... Ja, richtig schwer für dich. Vielleicht, wenn Freiburg noch irgendwie ein Pünktchen holt, weil Bayern München Tom Starke im Tor lässt. Starke, ja, die Krake. Dann kannst du es schaffen. Und die vielleicht verlieren in Leipzig. Müssen wir mal schauen. Vor dem Spiel gegen Hertha schauen wir jetzt noch kurz, wer unser Pokalgegner ist. Und bei mir ist es TSG 1899 Hoffenheim. Bei mir ist es der FC Augsburg. Augsburg, boah. Ich hatte jetzt gehofft, dass es irgendwie Bayern oder Dortmund ist. Nee, ist einfach Augsburg, wie auch immer die das geschafft haben. Da wird es halt noch entscheidend sein, wer quasi als Heimmannschaft gilt. Mhm. Ich glaube schon, dass das einen FIFA einen Unterschied macht. Macht es auch. Wir haben die Hauptstädter zu Gast, die Hertha auswärts bei mir in Barcelona, beim Hansus in Madrid tatsächlich hier. Sollten eigentlich 3 Punkte sein, muss es auch, weil ansonsten kann ich mir meine Meisterschaftsträume... Oh, Leipzig führt 1-0 gegen Bayern, das ist auch interessant. Oh nee. Oh komm schon, Leipzig. Bei mir führt Bayern gegen Leipzig. Das ist anders. Diego Demme hat, glaube ich, das 1-0 gemacht, der überragende Kerl. Ich führe 1-0, Sterling trifft. Ja, ich führe auch 1-0 durch Dembélé. Oh komm schon, lass es einfach so. Lass es einfach so 2-0. 2-0 Dembélé. Oh komm schon, 3-0. Das gewinnst du. Mbappé 2-0, jawohl, nice. Ich glaube Bayern verliert, oder? Oder? Aber Leverkusen hat gewonnen. Bayern hat verloren! Glaube ich zumindest. Hoffe ich. Oh bitte. Bei dir ist halt noch alles drin. Bei mir ist halt so noch alles drin. Wie viele Punkte hast du? Ich habe 70 Punkte. Ich habe auch 70 Punkte. Ach, du hast irgendwann aufgeholt. Krass. Ja. Jetzt haben wir gleich viele Punkte, aber bei dir sieht es einfach viel besser aus. Mhm. Weil Bayern bei mir 79 hat. Ja, Schalke und Dortmund duellieren sich bei mir um Platz 5. Bei dir Bayern jetzt 71, oder was? Genau. Oha. Oh, dieser letzte Spieltag wirklich so... Und jetzt fällt noch Grimaldo 4 Monate aus. Der war auch dauerverletzt, der Typ. Das letzte Bundesligaspiel. Und es ist in Gladbach, also richtig, ich will es eigentlich gar nicht starten. Ich will es nicht starten. Ich hab's schon gestartet. Ja, ich starte jetzt auch mal. Ich brauche mindestens ein Unentschieden. Ich muss gewinnen oder ich brauche mindestens ein Unentschieden und Bayern muss verlieren. Aber Bayern spielt heim gegen Freiburg. Ich muss auch unten direkt gucken. Wir führen 1-0. Walde Diaw. Oh Mann, bei mir immer noch 0-0. Bitte. Nein, Bayern führt 2-0. Robin schießt zweimal in der 18. Minute ein Tor. Willst du mich verarschen? Oh, zweimal? Ja, 18. Minute. Ich führe jetzt 1-0 und das wird mindestens ein Unentschieden. Yes, ich habe gewonnen. Robin 3-0. Punkte. Robin, ja, 4-0 Kimmich. Ja. Meisterschaftsraum ist vorbei. Wir führen zwar 3-1 gegen Gladbach, aber es würde nicht reichen. Ja, mit dir immerhin noch ein bisschen knapper. Ja, selbst Bernat macht ein Tor, Alter. Wer macht da nicht ein Tor? Tom Starke noch am besten hier per Elfmeter oder wie? Leverkusen hat sogar verloren bei mir. Jetzt habe ich 5 Punkte Vorsprung. Bringt mir gar nichts. Zweiter Tabellenplatz, das bringt... Soweit ich weiß, war es 19 Punkte. Minus 2, ne? Ja, 17 oder Punkte. Was? 18 ja, minus genau. 1, oder nicht? Finale Trainingseinheit vor dem großen Pokalfinale. Na, V steigert sich nochmal bei mir auf 84. Oha. Das könnte es bringen, das könnte es nochmal bringen hier. Das macht den Unterschied am Ende. Hoffentlich. Wer weiß. Boah, ey, jetzt wird's halt richtig dramatisch. Jetzt wird's echt dramatisch. Wir haben wahrscheinlich genau gleich viele Punkte. Ich check jetzt nochmal, aber ich meine, ich hätte es gesehen, wenn ich Trainer des Monats geworden wäre. Ich auch. Genau, nullmal Trainer des Jahres habe ich ja jetzt logischerweise auch noch nicht. Es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wir am Ende genau gleich viele Punkte haben. Wenn beide jetzt noch gewinnen, dann kommt es eigentlich noch auf Trainer der Saison an. Und ich glaube nicht, dass du einen Trainer der Saison für einen Pokalsieg bekommst. Doch, man sieht das da. Wenn du da bei diesem Tabellending unten bist, dann bist du rechts. Ich bin links. Oh nein! Wo bist du? Rechts. Ja! Nein! Oh. Genau deswegen habe ich ja Angst. Boah, hoffentlich macht das den Unterschied. Wenn das den Unterschied macht, Alter, dann fahre ich persönlich zu EA Sports und geig denen mal meine Meinung. Puh, Real Madrid gegen Hoffenheim. Sag mal, in der Realität eine klare Sache. Barcelona gegen Augsburg. Oh, ich führe 1-0. Und Augsburg verschießt den Elfmeter. Und wer ist da bitte im Sturm bei Augsburg? Formo Sandrinho. Bei mir steht der macht ein 1-0. Tor, der Sterling, macht ein Tor. Jawohl. Nein, 1-1. Steht's bei dir 1-1? Gut. Nein. Gut. Mbappé 2-0. Mbappé 2-0. Nein. Jawohl, das sieht sehr gut aus. 60. Sehr gut aus. Komm, noch 70. Ein Tor. Nein, und 2-1. Scheiße. 80. Irgendwie lassen wir das. Nein! Mbappé 3-1, ja! Hast du verloren? Ja! Ich glaube, er hat verloren. Oder spielst mir vor, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ist ein guter Schauspieler, ist er nicht. Bist du doch da? Teigel! Er macht's einfach in der 83. Hast du verloren? Ja! Ja! Hey, Mann. 2 Punkte! Mann. Meine Kopfhörer, mein Kabel ist draußen, ich höre dich gerade nicht.
Oh, was ist denn das bitte? Ich führe ja. Alles. Alles sieht so schön aus. Und macht, dann macht dieser komische, generierte Brasilianer Fomo Sandrinho einfach das 1-1. Ja, weil du rechts warst. Ja, weil ich rechts war. EA Sports, Mann. Da geht bald mein... Oh, ich habe eine Trainer-Auszeichnung erhalten. Ich habe sie gerade gelöscht. Ja, aber ich habe eine Trainer-Auszeichnung erhalten. Yes! Jetzt gehe ich schnell in meine Karriere rein, damit ich die Bestätigung erhalte. Und zwar habe ich Trainer des Monats erhalten. Jawohl! Nochmal, 2 Punkte oder was? Einer. Ich glaube, 2 Punkte bringt's. 4 Punkte mehr als du jetzt. Geil! Und was hast aber du? Jetzt müssen wir noch ein bisschen weiter simulieren, oder? Das war vielleicht Trainer der Saison. Werde ich eh nicht bekommen. Aber du kannst es. Ja, mit Trainer der Saison kannst du es auch aufholen, theoretisch. Ja, ich werde aber nicht Trainer der Saison. Ich meine, ich bin nicht Meister geworden. Ich bin nicht mal Pokalsieger geworden. Gegen scheiß Augsburg verloren. Ja, das wäre schon irgendwie unfair, wenn du jetzt der Saison werden würdest und gewinnen. Ja, komm, würdest. komm. Trainer der Saison, bitte. Vielleicht bist du noch eher Trainer des Solz, weil du irgendwann einen scheiß Pokal geholt hast. Aber wann bekommt man das? Ganz am Ende. Ey, warum lädt das so lang? Karrieremodus mal wieder. At its best. Oh, jetzt hat es bei mir mal fertig geladen. Ja, bei mir auch. Rückkehr aus. So, jetzt auf E-Mail-Eingang gehen und dann Rückkehr. Ja, nee, nö, nichts. Nice, das heißt, ich habe die Serie am Ende gewonnen. Das ist doch top, oder? Total, feier ich, Alter. Daumen hoch an der Stelle. Haben wir noch vergessen zu erwähnen. Ja, schmeiß einen Daumen rein und vor allem check das Video vom Dennis ab, denn der darf jetzt was verlosen. Ja, geil. 50 Link ist in der Videobeschreibung zu seinem Video. 50 Euro PSN, 50 Euro Xbox Live-Karte wird dann am Ende verlost werden. Das war ja quasi die Abmachung für beide Plattformen. 50 genau. Euro und jeweils insgesamt 100 Euro zu verlosen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ist nicht so schlimm. Also ganz ehrlich, es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Es war bis zum Ende Nervenkitzel. Und war auf jeden Fall ein geiles Format, was Potenzial hat, in FIFA 18 auch nochmal ein bisschen ausgeweitet zu werden. Müssen wir einfach mal schauen. Ja, richtig cooles Format. An der Stelle muss ich auch sagen, sorry von meiner Stelle. Ich habe das nicht so richtig gut gemacht. Das hat sich so ein bisschen hingezogen jetzt. Das war, wie lange hat das gedauert? Jetzt fast 2 Monate für 7 Folgen. Mhm. Das war nicht so genial. Das sollte man das nächste Mal deutlich besser machen. Und ich denke, das ist ein richtig geniales Format, vor allem mit mehr YouTubern. Auf jeden Fall. Gerade so das Ende jetzt. Also das fand ich war richtig spannend. Das Ende, richtiger Nervenkitzel, ey, ganz ehrlich. Und damit war's das dann mit dem Ultimate Manager Battle, zumindest für FIFA 17. Hast du noch was zu sagen, Dennis? Ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht, hier bei der ersten Staffel quasi dabei zu sein. Also ich glaube, das wird es noch in FIFA 18 geben. Wie das dann aussehen wird, muss man halt mal schauen. Hat mir mega viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf FIFA 18, dann auch auf das Ultimate Manager Battle irgendwann mal wieder und habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, euer Bernie. So, dann würde ich sagen, machen wir es einfach mal kurz und schmerzlos. Wir kommen zu meiner Bestrafung für die Niederlage leider Gottes hier im Ultimate Manager Battle. EA Sports, Grüße gehen an der Stelle nochmal raus für die verkackten Auswärtssimulationen. 2 Auserwählte von euch da draußen können entweder 50 Euro für die PlayStation, also 50 Euro PSN-Guthaben, oder 50 Euro für die Xbox, also Xbox Live-Guthaben gewinnen. Dafür müsst ihr nur wirklich 3 ganz einfache Schritte befolgen. 3 ganz einfache Schritte seht ihr jetzt eingeblendet. Schritt Nummer 1, Abonnent des Kanals sein, ist, denke ich mal, ganz klar. Ich will natürlich sowas unter meinen Abonnenten verlosen, deswegen falls ihr noch kein Abonnent sein solltet, vielleicht noch neu vom Hansus seid hier auf dem Kanal, vergisst nicht den Abonnierknopf zu drücken, denn falls ihr nicht Abonnent seid und ihr vielleicht irgendwie ausgesucht werdet und ich auf euren Kanal gucke und sehe, ah, da ist kein Abo, da wollt ihr einfach nur die 50 Euro PSN oder Xbox Live Card abstauben, dann wird da natürlich nicht das Schritt Nummer 2, ganz einfach, genauso wie der erste Schritt, einfach nur ein ganz kleiner Klick neben dem Abonnieren des Kanals auch noch dem Video ein Like geben. Würde mich allgemein freuen, wenn wir nochmal eine heftige Like-Zahl erreichen können, hier zum Ende von FIFA 17 zum Ende vom Ultimate Manager Battle, also nicht unbedingt nur hier um am Gewinnspiel teilzunehmen, sondern würde mich auch mega freuen, wenn wir da eine heftige Like-Anzahl erreichen würden, einfach nur, weil so viele Leute diese Serie gefeiert haben und ich muss sagen, da draußen gibt es auf jeden Fall einige, deswegen smasht auf jeden Fall ordentlich den Like-Button, vor allem eben auch, wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Und der dritte und letzte Schritt, einen Kommentar schreiben mit einem Hashtag, also nicht beide Hashtags, falls irgendein Kommentar ausgesucht werden sollte, das Ganze wird ja zufällig ausgelost und der Kommentar hatte beide Hashtags drin, dann wird dieser auch nicht gewinnen. Also wirklich nur einen einzigen Hashtag, entweder der Hashtag Xbox, falls ihr die Xbox Live-Karte gewinnen möchtet, oder der Hashtag PSN, falls ihr eben die PSN-Karte gewinnen möchtet. Das sind die 3 einfachen magischen Schritte, um vielleicht 50 Euro reicher zu werden auf der PlayStation oder auf der Xbox. Ich werde das Ganze wahrscheinlich am Anfang der nächsten Spielerkarriere-Folge erwähnen, beziehungsweise auslosen, die Gewinner preisgeben. Also deswegen wäre es auf jeden Fall besser, den Kanal zu abonnieren, um genau diese Folge, um genau
diesen Anfang nicht zu verpassen. Wer das eben gewinnen wird, werden wir dann am Anfang der nächsten Spielerkarrierefolge erfahren. Ich hoffe, wie gesagt, das Ultimate Manager Battle hat euch gefallen. Ich habe nicht mehr so viel zu erzählen. Wir haben es jetzt mittlerweile 13:30. Ich bin endlich mal mit dem Schneiden vom Video fertig und bin raus. Bis dann, haut rein. Nochmal auch meine Verabschiedung hier fürs Video und ciao.